Der Nationalpark Donauauen erstreckt sich entlang eines 36 Kilometer langen Abschnitts der Donau zwischen Wien und Bratislava. Die Donau selbst ist in diesem Bereich so etwa 350 Meter breit, aber der Nationalpark umfasst auch umliegende Auwälder und ein sehr ausgedehntes Altdammsystem. Es gibt Bereiche im Nationalpark, die werden sehr intensiv von Menschen genutzt. Gerade in der Nähe von Siedlungsgebieten oder am Donauradweg, da trifft man sehr viele Menschen an. Aber wenn man ein bisschen abweicht von diesen Routen, dann ändert sich gleich die ganze Atmosphäre. Dann merkt man sofort, dass der Auwald und die Wiesen und die Gewässer den Tieren und Pflanzen gehören. Dann spürt man richtig die Natur. In diesen Bereichen ist es so, dass man, wenn man Glück hat und sich geschickt verhält, viele Tiere beobachten kann, die man ansonsten nicht so leicht sieht. Wenn man ein bisschen Geduld hat, bekommt man Hirsche zu Gesicht, man bekommt verschiedenste Vogelarten, Insekten, die man sonst auf den üblichen Routen nicht so leicht antrifft. Und wenn ich durch den Nationalpark gehe, dann sehe ich in jedem Gewässer eine Fragestellung. Gibt es hier Schildkröten, gibt es keine, wie viel, unter welchen Bedingungen? Jede Wiese ist ein potenzieller Nistbereich oder auch nicht. Und auch jedes Stück Auwald könnte eine Wanderroute sein von einem Gewässer zu einem Nistbereich zur Schildkröten. Ich leite hier seit 15 Jahren ein Projekt zum Schutz der europäischen Sumpfschildkröte. Denn im Nationalpark Donauauen gibt es das einzige Vorkommen dieser Art in Österreich. Die Schildkröten besiedeln hier stehende Gewässer, das heißt, sie sind nicht direkt an der Donau anzutreffen. Sie sind eher in den Altarmen, die sehr vegetationsreich, sehr sonnig sind und maximal bei Hochwasserereignissen direkten Kontakt mit der Donau haben. Die Schildkröten sind das ganze Jahr über im Wasser. Maximal einen Tag oder zwei Tage im Jahr kommen die Weibchen an Land, um die Eier zu legen. Aber ansonsten verbringen die Tiere wirklich Sommer wie Winter im Gewässer. Was mich fasziniert an den Schildkröten ist, dass es sie schon ewig auf dieser Welt gibt. Also schon seit Zeiten der Dinosaurier leben hier Schildkröten. Und diese Art hat es tatsächlich geschafft, bis heute mitten in Europa zu überleben. Schildkröten sind überhaupt nicht so, wie Menschen sich das vorstellen. Schildkröten sind nicht träge und behäbig, sondern sie sind unglaublich gute Schwimmer. Sie können sehr gut klettern mit ihren scharfen Krallen. Das müssen sie auch, um auf glitschige Baumstämme raufklettern zu können. Und auch an Land sind sie richtig flott. Also man könnte fast sagen, dass sie laufen. Vor allem die kleinen Schildkröten, die trippeln dahin wie kleine Mäuse und sind sehr flink dabei. Ein weiterer Irrtum, den Menschen oft über Schildkröten haben, ist, dass sie Pflanzenfresser sind. Also es stimmt bei europäischen Sumpfschildkröten überhaupt nicht. Die sind nur zu einem ganz geringen Prozentsatz, nehmen sie pflanzliche Nahrung auf, aber hauptsächlich fressen sie Wasserinsekten, Wasserschnecken, kleine Tiere wie Jungfische oder Kaulquappen oder Aas. Man könnte fast sagen, dass sie Jäger sind. Die Donauauen haben sich sehr stark verändert in den letzten paar hundert Jahren. Aber ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass die Schildkröten genau hier überlebt haben.